Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Ausgabe von unserer Webinarreihe Fintech aus Basel mit digitaler Innovation zum Erfolg. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute reden wir über Smile. Ich begrüße hier ganz herzlich Josephine Chamoulot von Smile. Sie ist CMO, verantwortlich für Marketing und E-Commerce. Sie wird uns heute Smile und Technik dahinter näher bringen. Liebe Josephine, freut mich, dass du heute hier bei uns mit dabei bist und uns hier einen Einblick in euer spannendes Projekt gegeben. Sie haben wie immer die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie haben unten am Bildschirm den Knopf F und A, Fragen und Antworten. Also wenn im Verlauf der Präsentation Fragen so dann auftauchen, können Sie die dort reinschreiben. Wir werden eine Präsentation von rund einer halben Stunde haben und anschließend haben wir dann eine Viertelstunde Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Wie gesagt, unten mit dem Knopf F und A können Sie die jederzeit eintragen. Mit dem habe ich schon genug geschwätzt im Einstieg. Liebe Josephine, ich gebe gerne dir das Wort. Wir freuen uns auf eine spannende Präsentation. Gut, danke vielmals, Luca. Ich tue gerade den Bildschirm teilen. Sehr gut. Ihr seht noch alle. Kann man schnell. Ja, top. Also heute, vielen Dank zuerst mal, dass ich da sein kann. Wie gesagt, beim Intro, ich bin verantwortlich für das Marketing und E-Commerce von der Smile. Und heute gebe ich zum einen einen Einblick generell so in unsere Reise, was in den letzten vor allem zweieinhalb Jahren so ein bisschen passiert ist, mit dem sogenannten Netflix von der Versicherung. Und zum anderen gebe ich ein bisschen auch Inputs und Deep Dives in unsere App, wo wir jetzt auch seit mittlerweile knapp über einem Jahr lanciert haben und erfolgreich ein bisschen aufeskaliert haben. Für die, die Smile vielleicht noch nicht können oder noch nicht gut können, vielleicht einfach kurz, woher kommen wir? Es ist lustig, wenn man heutzutage so ein bisschen umfragt, wer Smile kennt, dann kommt man viel zu hören über, ja, das ist ja das, die neue Online-Versicherung, das ist die Influencer-Marketing betreiben oder die jedenfalls alles ein bisschen digital machen. Wir positionieren uns ganz stark, auch in der Insurtech-Szene. Smile aber eigentlich geht schon relativ lang. Jetzt kommen wir ins 27. Lebensjahr rein. Wir haben damals, 1994, ist ein spannender Case, ist damals als Telefonversicherer gestartet, Group-Televersicherung, und das war damals eigentlich innovativ gewesen. Dass man nicht mehr gesagt hat, hey, wir verkaufen Versicherungen über den Aussendienst, sondern machen es über das Telefon. Und so ist eigentlich die ganze Geschichte von der Smile immer wieder so ein bisschen neu gestartet. Es hat immer wieder so ein bisschen eine Innovationsphase gehabt, wo man wieder neue Sachen ausprobiert hat. Man ist wieder auf neue Züge aufgesprungen. Wo das ganze Internet ein bisschen gestartet hat, hat man wirklich den Digi-Direktverkauf eigentlich quasi aufs Internet übertragen. Und seither baut man eigentlich wirklich so die Online-Präsenz auf. Damals auch, es hat so eine Phase gegeben, jetzt sind ganz viele Direktversicherer entstanden, so Zürich Direct, Balwas Direct. Auch dort wiederum, dass man eine Versicherung nicht nach einer Versicherung tauft, sondern wirklich sagt Smile, wo eigentlich nicht mehr dazu hat, ist ein guter Indikator, dass Smile eigentlich immer versucht hat, sich ein bisschen gegenüber anderen Versicherern zu positionieren. Und 2019, da bin auch etwa ich dazu gestoßen, also ich bin etwa jetzt knapp über zwei Jahre bei der Smile, haben wir eine ganze Repositionierung gemacht für die Smile, sogenannte Smile 3.0. Das ist auch dort, wo so ein bisschen der Satz entstanden ist, wir wollen das Netflix von der Versicherung werden, da werde ich nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ja, das eigentlich zum einfach aufzeigen, Smile hat sich immer wieder ein bisschen neu erfunden. Wir sind heute gerade vor kurzem 150.000 Kunden erreicht. Wir sind somit eigentlich der grösste Online-Versicherer in der Schweiz.
Auf dem Papier sind wir quasi eine Zweigniederlassung der Helvetia-Versicherung, sind dort damals über den National Swiss Zukauf zu der Helvetia gekommen und haben dementsprechend auch dort zum Teil Synergien mit der Helvetia getreten, aber bewusst und unter anderem kommt es auch als komplementäres Geschäftsmodell auf. Jetzt vor etwa 2,5 Jahren hat es bei der Smile einen rechten Wechsel gehabt, einen Change. Das Management hat relativ einen starken Wechsel gehabt. Es ist ein neuer CEO gekommen, der Piero Campopiano. Gleichzeitig sind aber auch noch andere dazugekommen. Es hat auch Mitarbeiter hat einen Wechsel gehabt. Und in dieser Zeit war so ein bisschen die Frage gewesen, was soll mit der Smile, wo soll das durchgehen? Versicherungsindustrie an sich, so gegenüber anderen Branchen wirklich noch recht hinten drin. Ich werde heute so ein bisschen erzählen, was mit dem gemeint ist. Es geht mir heute nicht darum, irgendwie zu sagen, dass digital das Allmächtige ist und das persönliche Verkauf irgendwie, dass das irgendwann komplett verschwindet. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber Matchel erkennt vor allem in dieser Zeit, dass langsam aber sicher die Bewegungen, die in anderen Branchen stattgefunden haben, in der Reisebranche oder in der Taxibranche mit Uber, dass das halt auch in der Versicherungsbranche Potenzial hat. Damals ist aber, wenn man das vergleicht zu dem Anteil von Online-Versicherungen im Gesamtverhältnis, ist noch relativ klein gewesen. Man muss aber auch dabei sagen, Bedürfnisse sind zum Teil noch nicht rum gewesen, zum anderen aber auch ist das Angebot halt auch sehr klein gewesen. Versicherung an sich, sage ich mal, eine Branche, wo noch sehr wenig Digitalisierung durchlebt hat. Es hat wenig gehabt, wo jetzt wirklich so die Convenience angeboten hat. Und da hat man gesagt, man setzt bewusst auf das. Man macht wirklich noch einen kompletten Change. Und baut die Positionierung als Digitalversicherer jetzt auch zukünftig aus. Man hat dann auch ganz klar auf eine Mobile-First-Strategie gesetzt. Als erster Versicherer so wirklich in der Schweiz, wo man gesagt hat, wirklich alles, was wir machen, soll eigentlich auf dem Handy zugänglich gemacht werden. Somit quasi der Fernbedienung vom täglichen Leben. Von dem haben wir eigentlich geredet. Und dass wirklich der Kunde über das Handy alles, was er will, jederzeit zur Verfügung hat. Dort haben wir auch ganz stark, das wird auch nicht neu sein, aber mit den Digital Natives gearbeitet, wo lustig, wenn man an die denkt, auch ich noch, hat man immer so das Gefühl, ja, das sind die Jungen, das sind die Digitalen. Mittlerweile sind Digital Natives seit wirklich 2020 sind eigentlich das die Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung. Und für sie gilt halt wirklich das Telefon und das Mobile als wichtigste oder der wichtigste Begleiter, auch für Online-Verkäufe, aber auch für das Suchverhalten und vieles mehr. Dann da einfach vielleicht noch schnell einen Einblick. BCG tut jährlich eine Umfrage starten und eine Studie rausgeben. Und dort geht es eigentlich darum, wie sich das Kaufverhalten ein bisschen verändert von der Schweizer Bevölkerung. Sie tun sehr stark auch so ein bisschen den Aussendienst beobachten, wie die Bedürfnisse sind vom Kunden. Und ganz schön zum sehen, oder? Da sieht man immer noch, oder? Das Persönliche oder das Remote, das hat gleich noch einen Anteil. Man sieht, er ist ein bisschen zurückgegangen. Und man sieht aber auch, dass das Digitale, dass das schön gewachsen ist in den letzten paar Jahren. Also wir haben hier von 2016, wo wir von 16% reden, sind wir jetzt bei 24%. Das sind zum einen die Leute, die wirklich direkt über die Webseite gehen, abschliessen. Das sind aber auch Abschlüsse über Aggregatoren, zum Beispiel Comparis. Dann da vielleicht einfach noch ein, zwei Sätze dazu. Das ist mehr und das haben wir ganz stark gemerkt bei der Smile. Dass auch im letzten Jahr wirklich Corona halt das Ganze ein bisschen beschleunigt hat. Das Verhalten vom Kunden hat sich verändert. Das Suchverhalten online ist grösser geworden, aber auch das Kaufverhalten. Das haben wir extrem positiv wahrgenommen. Also auch wir haben wirklich im letzten Jahr ein Rekordjahr geschrieben.
Wir haben jetzt eben 150'000 Kunden erreicht, auch gewachsen generell in den Einnahmen, Prämienvolumen und das ist natürlich extrem positiv aus dem Jahr herausgekommen. Wir glauben aber auch ganz fest, dass das etwas ist, was jetzt beschleunigt worden ist und nicht einfach eine Momentaufnahme, wo wird verschwinden. Noch eins vielleicht ein bisschen zusammengefasst, was das für uns bedeutet, oder? Wo wir vor 2,5 Jahren den Entscheid gefasst haben. Genauso wie in anderen Branchen sind wir überzeugt davon, dass es auch in der Versicherungsbranche Zeit ist, ein bisschen halt wirklich nicht nur als Versicherung zu auftreten, sondern wirklich auch als digitale Brand. Es braucht neue Brands für neue Generationen. Und dort haben wir ein riesen Potenzial. In Amerika, aber auch im internationalen Vergleich, da gibt es wirklich schon einige gute Player, die das gut machen. Der bekannteste ist der Lemonade Case natürlich. Man kann sich hinten dran streiten, ob die wirklich so stark unterwegs sind, wie sie sich präsentieren. Was sie aber natürlich ganz stark machen, ist der Marketing Case. Sie bringen neue Sachen raus, sie sind in dieser Ansicht wirklich disruptiv, dass sie sich einfach mal auch gegenüber anderen Versicherern positionieren. Und da gibt es aber auch wirklich ganz andere Modelle, die mittlerweile wirklich den Markt ein bisschen aufrütteln. Und im Kern von all dem ist wirklich halt die Convenience. Die radikale Einfachheit, die Flexibilität. Der Mobile-First-Ansatz, das ist so ein bisschen das Gemeinsame, wie auch in anderen Branchen, wenn man schaut, eben das Revolut, das Neon, das N26 oder in anderen Branchen wie das Zalando oder das Booking.com, also Players, die wirklich den Kunden ins Zentrum stellen und versuchen, ihm den Zugang zu der Branche möglichst einfach und verständlich zu machen. Da vielleicht noch einmal darum, wir positionieren uns ganz klar mehr oder identifizieren uns mehr als digitale Brand und nicht als klassische Versicherungen. Wir sehen dort auch ein riesen Potenzial, oder? Dass man sich dort auch von den Innovationen her, von den Produktangeboten her, aber vor allem auch vom Service, vom Angebot, und auch von der Convenience her, dass man dort wirklich anders agiert. Und dann kommt man zurück zu dem Netflix von der Versicherung, wie wir uns positionieren. Und das ist ganz klar, dass wir sagen, so einfach wie man Kleider online bestellt, so einfach wie man Musik streamt oder einen Film bestellt, so einfach sollte Versicherungen sein. Versicherungen ist natürlich ein relativ komplexes Produkt. Nichtsdestotrotz, man kann dort radikal rein, man kann Vereinfachung auch bewirken und das soll unsere Benchmark sein und nicht klassische Versicherer in dem Sinn. Jetzt, was hat das für uns denn in der Praxis geheissen? Innerhalb der letzten 2 Jahre haben wir dort wirklich einiges dann anfangen umstellen und mit der neuen Positionierung mitreiten. Zum einen so das Thema Flexibilität. Aber Verträge sind, man könnte die sind meistens so auf ein Jahres- oder sogar 5-Jahres-Verträge früher gewesen. Da sagen wir, hey, man kann bei uns monatlich kündigen, wenn man will. Auf Langzeitverträge glauben wir eigentlich nicht dran, sondern wenn der Kunde bei uns bleiben will, dann soll er das aus Überzeugung machen. Und nicht, weil wir ihn irgendwie festhalten in langen Vertragslaufzeiten. Dann sicher so ein Thema, das sind so die am naheliegendsten sind, so Aktivierung, Deaktivierung, jederzeit, wenn man das will und relativ flexibel. Dann aber auch als erste Versicherung, wo wir Bezahlung via Kreditkarte lanciert haben. Die Kunden können effektiv jetzt auch via Kreditkarte monatlich zahlen. So eine Side Note, das hat bei uns nachher einen sehr positiven Effekt gehabt, dass sogar Durchschnittsprämie zum Teil gestiegen ist, einfach weil wir die Option angeboten haben. Das ist ein typisches Beispiel, oder? Da hat man sich überlegt, am Anfang hat man viel hin und her diskutiert, ja, wenn man das anbietet, auch mit monatlicher Kündigung und Kreditkarte, die Leute werden einfach nach einem Monat wieder weg sein. Aber es ist sogar das Gegenteil eigentlich passiert. Dann haben wir auf Du-Kultur gewechselt. Mittlerweile gibt es da auch schon viel mehr Beispiele, die das effektiv machen.
aber auch das in der Versicherungsbranche, vor allem eher so Versicherer, die schon lange da sind, ist das schon eher auch etwas Neues gewesen. Und da merken wir, da kommt man einfach auch persönlicher noch einmal mit dem Kunden in Kontakt. Und das Letzte, und über das werden wir jetzt noch, werde ich noch einiges erzählen in den Details, aber mit der neuen Positionierung haben wir nicht nur den Namen gewechselt, von Smile Direct auf Smile, ein neues Logo gemacht, aber wir haben wirklich noch eine Webseite neu lanciert, Mobile First tauglich gemacht. Wir haben die App lanciert, wir haben aber auch einen neuen Prämienrechner gemacht. Also da ist ganz viel dann auch passiert, um können den nächsten Schritt gehen in dieser Digitalisierung. Vielleicht einfach von unserer Customer Journey her, weil so arbeiten wir eigentlich. Der Sales Funnel oder Customer Journey, da gibt es immer zig Bilder dazu und wie das aussieht und alles. Da einfach vielleicht zum Hervorheben. Smile hat sich eigentlich vor allem, wie denke ich, ganz viele Geschäftsmodelle, hat sich am Anfang vor allem auf den ersten Teil vom Funnel fokussiert, also bis zum Abschluss hin. Und das hat man relativ gut im Griff gehabt, auch online, über die Aggregatoren oder auch über den Prämienrechner selber auf der Webseite, dass man die Leute mal zum Verkauf überzeugt hat. Smile hat auch attraktive Produkte dementsprechend, das ist dort eigentlich gut aufgesetzt gewesen. Was man wenig gemacht hat, ist nachher wirklich hinten dran. Also sobald man den Kunden gewonnen hat, ist man relativ schlecht gewesen in der ganzen Retention-Geschichte. Also wie tue ich, wenn der Abschluss mal passiert ist, wie tue ich mit dem Kunden weiterhin interagieren, um ihn laufend begeistern? Die Loyalität auch stärken und im optimalen Fall sogar so etwas zu schaffen wie ein Revolut, wo wirklich so eine Community rundherum entsteht und dann viel auch so mit Weiterempfehlung passiert. Und darum haben wir uns sehr stark in den letzten zwei Jahren eigentlich in den zweiten Teil vom Funnel reingegeben und geschaut, was man dort kann verbessern kann. Vielleicht gleich zwei, drei Sachen, die ich hier herausheben möchte, die uns wirklich geholfen haben in den letzten zwei Jahren. Wir haben vorher im Funnel haben wir den Webflow neu aufgestellt. Da ist sehr viel, wo man mit arbeitet, sind so die Behavioral Patterns. Für die, die das nicht können, das sind so die psychologischen Effekte, die wir reinbringen aus dem klassischen E-Commerce, wo man wirklich den Kunden ein bisschen das negativ behaftete Wort manipulieren, aber halt wirklich ein bisschen mit verschiedenen Triggers quasi überzeugen, den Kauf wirklich auch dann abzuschliessen. Das ist zum Beispiel das Beispiel, das man hier sieht. Die Flugzeugbranche macht das viel, oder? Wenn man einen Flug sucht, dann wird zuerst mal so ein Rädchen, das drüllt, wo die Preise runtersacken. Dann hat man das Gefühl, okay, am Anfang ist das relativ teuer, dann wird es günstiger und am Schluss hat man ein super Angebot bekommen. In der Realität weiss natürlich die Flugzeugbranche schon lange, was der Preis wird sein. Aber als Kunde bekomme ich dann ein besseres Gefühl über. Und mit solchen Sachen haben wir sehr viel geschafft, um vor allem die Performance noch einmal zu steigern. Dann, wie gesagt, wir haben eine App lanciert. Wir haben vor allem auch noch einmal an der Kommunikation geschafft. Kommunikation heisst, wir arbeiten nicht mit Gießkannen-Kommunikation, wo man sagt, eine Botschaft an unsere 150.000 Kunden. Sondern wir analysieren viel mehr das Verhalten und die Nutzung vom Kunden und tun ihn dann dort, wenn spezifische Lebensereignisse passieren oder spezifische Momente im Leben, wo er offensichtlich für eine gewisse Deckung ein Bedürfnis hat, dann gehen wir mit der Kommunikation raus über den passenden Kanal und so haben wir eigentlich viel bessere Conversion Rates. Und dann sehen wir da noch zwei weitere, aber da würde ich nachher gerne mehr dazu erzählen. Das sind aber wirklich nachher Themen, wo wir geschaut haben, wie können wir die Interaktion mit dem Kunden steigern, wo darüber ausgeht von den klassischen Touchpoints, die man hat, und zwar beim Abschluss und bei der Schadenabwicklung. Genau. Jetzt kurz zu der App. Aber die App gibt es jetzt knapp über ein Jahr. Ihr seht, es ist gegenüber vor einem Jahr ist die schön gewachsen. Wir haben mittlerweile 30.000 Kunden auf der App.
Wir haben sehr viele eigentlich aktive User pro Tag. Das hat vor allem das Feature Drive Coach mit sich gebracht, kann ich nachher schnell etwas dazu erzählen. Aber wir haben auch täglich relativ einen schönen Wachstum. Jetzt die App momentan, die ist nur für Kunden zugänglich. Da wird es zukünftig auch noch, oder gibt es Pläne, wo wir werden, breiter aufmachen. Aber aktuell ist das ein Kunde für Bestandeskunden. Gut. Bei der Entwicklung von der App sind uns so ein bisschen zwei Sachen wichtig gewesen. Es gibt zum einen das Thema, und das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit, was ist Innovation. Zum einen ist es wirklich eigentlich banale Sachen gewesen, die es einfach noch nicht gegeben hat in der Versicherungsindustrie. Aber ganz einfache Sachen wie eine Police, die jederzeit digital zugänglich ist. Dann ein einfacher Beschreib von einer Deckung. Informationen, die eigentlich früher einfach sehr versteckt waren, auch in dem ganzen Papierkram, auch in den AVBs, haben wir zuerst mal einfach wollen, convenient zugänglich machen. Und darum war das eigentlich der erste Schritt gewesen, eine App zu lancieren, wo ein einfaches Login hat, wo der Kunde jederzeit reingehen kann, Verständnis entwickelt, für was er überhaupt versichert ist, auch mit den Summen. Und so eigentlich nachher können laufende Informationen abgrasen. Da jetzt nachher auch das Thema Rechnung gehabt, wo man seine Rechnungen sieht und Dokumente und Policy-Dokumente, die man dort auch ablegen kann. Aber wirklich nichts weltbewegend in dem Sinn. Und trotzdem haben wir von Lancierung her schnell extrem viele Leute auf die App gebracht. Was spannend war vor allem das ist so, denke ich mal, das erste richtige Projekt gewesen, wo wir wirklich kundenzentriert umgesetzt haben. Wir haben ein Tool gehabt, wo wir extrem, also wir beobachten eigentlich täglich Feedbacks von Kunden, die reinkommen. Und das ist eigentlich mehr etwas getrieben gewesen vom Kunden, dass er immer gesagt hat, er wartet eigentlich darauf, dass er mal eine App hat. Und darum ist das auch für uns wieder die logische Konsequenz daraus gewesen, dass wir das Bedürfnis halt umsetzen, und das hat sich jetzt halt wirklich auch bewahrheitet eigentlich. Dann natürlich als letztes vielleicht dazu erwähnen, die Hilfestellung. Und da vielleicht, Smile hat mittlerweile plus minus 65 Mitarbeiter, und von denen sind immer noch 40 sind eigentlich am Telefon, am Custom Operations, und den Kunden persönlich beraten. Und da sagen wir, und das ist auch, wir haben so das Thema Service Champion, wo wir werden wollen. Das ist natürlich eine von unseren grössten Hürden als Digitalversicherung, dass die Kunden das Gefühl haben, wenn sie digital sind, haben sie keine persönliche Beratung. Und da versuchen wir natürlich extrem viel zu machen, dass wir auch auf dem digitalen Weg oder über das Telefon die Servicequalität extrem hoch halten. Da arbeiten wir aktuell mit nebst natürlich Telefon und E-Mail, haben wir vor allem oder sehr viel investieren, Chat-Funktionen zu verbessern und vor allem dort persönliche Beratung auch können anzubieten. Wir versuchen, möglichst viel zu automatisieren, damit wir schneller sind. Aber Chatbots beispielsweise sind noch kein Thema bei uns, weil wir einfach daran glauben, dass Chatbots aktuell noch nicht so weit sind, um wirklich den Kunden vollumfänglich so zu bedienen, wie wir das, wie das unserer Qualität soll entsprechen. Und dann das Zweite, wo ich zu den Basics vielleicht noch erwähnen möchte, ist so das Thema Schaden. Ist natürlich fast das Wichtigste oder das Wichtigste für den Kunden. Und das ist eigentlich der zweite Touchpoint, den man mit dem Kunden hat. Oder entweder man kauft eine Versicherung, man zahlt die Rechnung, und der dritte ist, dass ich einen Schaden melde, wenn ich einen Schaden habe. Und darum einfach auch hier, Schaden ist immer ein Thema, wird auch in den nächsten Jahren sein, das haben wir auch erst gerade angefangen, dass man da einfach wirklich dem Kunden ein gutes Erlebnis bietet und das anbietet, was er wirklich braucht, in dem Moment, wo er auch wirklich etwas braucht von der Versicherung. Vielleicht da auch Schaden ist natürlich auch so, vor allem würde ich sagen, im Insurtech-Bereich, der Bereich, wo am meisten irgendwie Sachen am Markt kommen und
kann sicher wöchentlich 2 bis 3 anbieten, wo wir etwas auf dem Thema verkaufen wollen. Meiner Meinung nach gibt es ganz viel heiße Luft in diesem Thema. Nicht heiße Luft, weil die Lösungen nicht gut wären, das überhaupt nicht, sondern mehr, was ist wirklich da wichtig für den Kunden. Darum, das Thema ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, da wird sicher sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, auch da ist wichtig, zuerst mal Basics zu legen, damit der Kunde wirklich einfach schon mal abgesichert ist. Zum Beispiel mit so automatischen Deckungszusagen und kleineren so, Painpoints, die gelöst werden. Genau. Jetzt Deep Dive Nummer 2 möchte ich gerne über das Thema Meaningful Interaction sagen. Ich habe schon erwähnt, eben der Kunde und vor allem bei der Versicherung, das ist ein bisschen schwieriger als bei einer Finanzdienstleistung, wo der Kunde täglich irgendwie mit Geld interagiert. Bei einer Versicherung hast du wirklich grundsätzlich die 2, 3 Touchpoints mit dem Schaden oder mit der Rechnung, die man könnte, mit dem Abschluss. Aber sonst ist es schwierig, den Kunden zu begeistern, auch mehr die Interaktion mit der Versicherung zu durchführen. Man hört viel, oder? Am liebsten, ich möchte einmal im Jahr etwas davon hören. Und je weniger ich von der Versicherung höre, desto besser, dann bin ich happy. Und da haben wir ganz viele Sachen jetzt oder ganz viel Arbeit und Kraft hineingesetzt, um auch herauszufinden, wie schaffen wir so ein bisschen die Balance von Kunden begeistern und einen Mehrwert bieten, wo er sogar wirklich mit der Versicherung interagieren und sich nicht einfach nervt, weil dort irgendwie die ganze Zeit aus allen Kanonen mit Botschaften und Upsellings und Cross-Sellings geschossen wird. Und da haben wir einfach auch wiederum, und das ist sehr App-fokussiert, zum einen mit dem Thema Gamification geschaffen. Das ist einfach ein Rewards-Bereich, den wir jetzt aufbauen. Da gibt es verschiedene Rewards, da wird es auch über die nächsten paar Jahre in diesem Bereich extrem wichtig sein, auch im Ausbau, im Ökosystem. Aber da geht es eigentlich darum, dass wir einfach mal auch für den Bestandeskunden ein Belohnungssystem aufgebaut haben, wo er Punkte sammeln kann und sich direkt aufs Konto auch wieder auszahlen lassen kann. Auch da, es gibt sehr viele Modelle, die wir dann angeschaut haben, wo man Kunden irgendwie Rabatt im nächsten Jahr auf die Versicherung über. Oder es gibt irgendwie einen Starbucks-Gutschein, wenn man irgendwie einen Kollegen dazugeholt hat. Und da verfolgen wir ganz klar 2 Ansätze. Zum einen, das muss wir sind immer noch eine Versicherung, also es muss mit der Versicherung zu tun haben. Für uns macht es aktuell keinen Sinn, mit einem Starbucks zusammenzuarbeiten, der eigentlich nichts mit unserem Geschäftsmodell zu tun hat. Und das Zweite ist, wir wollen den Kunden auch wirklich bei der Stange behalten, indem wir ihn wirklich sofort belohnen. Das heisst, wenn er zum Beispiel einen Freund zu Smile holt, dann kann er sich wirklich ab dann, wenn der Vertrag abgeschlossen ist, bekommt er sofort 40 Franken als Paket oder als Punktegutschrift über. Und er kann sich wirklich das direkt in dieser Sekunde nachher aufs Konto auszahlen lassen. Und so haben wir eigentlich jetzt auch dort einen super Kanal gebildet. Wir haben jetzt wirklich dort monatlich haben wir dort laufend einfach Verträge, die reinkommen über das Weiterempfehlungsprogramm. Das funktioniert wirklich super. Gleichzeitig haben wir auch dort so ein bisschen eine Kooperation mit Viva Con Agua. Man kann das Geld auch spenden, anstatt dass man es sich selber auszahlt. Wir bauen mehr und mehr auf das Thema Nachhaltigkeit. Und da haben wir auch schon einiges jetzt können bewirken in dem Ganzen. Das Zweite in diesem Bereich ist der Drive Coach, den ich auch schon vorhin kurz erwähnt habe. Das ist eine Telematics-Funktion, die wir jetzt mal eingebaut haben bei uns, auch nach Vorbildern von Amerika. Da gibt es eine Root Insurance, die haben sehr Erfolg mit dem. Und auch da, das haben wir mal in einer Beta-Version lanciert. Und einfach mal zum Testen, ist da das Interesse da? Interagieren die Leute mit dem Ganzen? Weil das so ein Drive-Coach, da geht es darum, dass wir Kunden von uns das können aktivieren, sie können umfahren. Sie bekommen Tipps und Tricks, wie sie besser fahren können. Sie bekommen Bewertungen über. Und auf dieser Basis können sie dann wiederum Rewards-Punkte sammeln.
Und da haben wir wirklich gemerkt, dass also auch das, das ist lanciert worden. Wir haben mittlerweile, also innerhalb 4 Monaten, haben wir etwa 4000 User auf das Thema aufgebracht, die das Thema aktiv jeden Tag nutzen. Also da haben wir nachher wieder die aktiven User, die wir jetzt doch hinbekommen haben in dieser App. Das kommt einen grossen Teil zum Beispiel durch das Gamification-Element. Und auch da, es gibt verschiedene Telematics-Lösungen, die es schon gibt. Das Typische ist zum Beispiel Pay-per-Use. Also je mehr man fährt, desto teurer wird es in der Prämie. Je weniger man zahlt, desto weniger. Was wir da aber gelernt haben, ist, oder das ist vor allem die Erkenntnis, die wir aus dem Ganzen getroffen haben, ist, wenn ich mal mehr zahle, dann ist das eigentlich ein schlechtes Erlebnis. Wenn ich weniger zahle, dann positiv, aber man hat immer so ein bisschen das Auf und Ab. Und darum haben wir es eigentlich entkoppelt von dieser ganzen Thematik von der Prämie. Die Prämie ist immer gleich, aber man kann zusätzlich etwas bekommen durch die Smile Rewards Punkte, wenn man gut fährt. Und wie gesagt, wir haben das in einer Beta-Version lanciert. Da gibt es auch ganz viel, wo noch nicht optimal funktioniert. Aber das Interesse ist da und wir schaffen eine extreme Feedback-Kultur auch auf dem Thema aufzubauen, was extrem, extrem ist eigentlich. Genau, das überspringe ich jetzt und will schnell noch aufs dritte Thema kommen. Und das ist so das Thema Ecosystems. Nebst dem ganzen B2C-Kontext, wo wir für den Kunden eigentlich versuchen, Convenience herzustellen, versuchen wir immer parallel auch für unsere Partner Lösungen anzubieten. Und wir glauben ganz viel und haben zukünftig auch ganz klar strategisch vor, Mehrwert auch mit zusätzlichen Dienstleistungen und Services anzubieten für unsere Kunden. Da ist die erste Zusammenarbeit mit Neon, mit der Mobile Bank Assurance Solution, letztes Jahr live gegangen. Da ist es darum gegangen, zuerst mal eine simple Integration von beiden innerhalb oder gegenseitig in der App, wo jeweils Kunden voneinander profitieren können. Da gibt es Gutschriften mit sowohl günstigeren Prämien wie auch Guthaben auf die Karte von Neon. Da ist aber zukünftig extrem viel Potenzial dahinter. Eben zum Beispiel, dass ein Neon-Kunde bei den Zahlungen wirklich auch nutzerbasiert eigentlich gewisse Angebote von der Smile zur Verfügung gestellt bekommt. So die klassischen Modelle, die man eigentlich schon immer ein bisschen hatte, jetzt aber wirklich mobile-technisch und viel mehr datenbasiert, um wirklich optimal in jeder Lebenssituation die besten Angebote zu präsentieren. Das Letzte bei dem ist auch zum Beispiel durch die Option, dass wir jetzt via Kreditkarte bei uns zahlen können, können wir zum Beispiel Neon-Kunden incentivieren, indem sie, wenn sie die Neon-Karte auch brauchen, dass wir ihnen zusätzlich auch noch einmal über unser Reward-Programm gewisse Punkte zuschreiben. Was ich da vielleicht einfach abschliessend sagen möchte, es geht genau um das, Partner, je besser sie integriert sind, auch in unsere bestehende Landschaft mit Rewards-Programm und mit gemeinsamen eigentlich Mobile-Lösungen, desto besser funktionieren zu Partnerschaften. Und mit Neon haben wir da wirklich einen sehr erfolgreichen Case eigentlich können lancieren. Zum Abschluss, what's next? Ich habe es ganz am Anfang erwähnt, aber wir haben ganz viel eigentlich für den Kunden gebaut, für Bestandeskunden. So der next big Step für uns ist, dass man das auch öffnet. Wie können wir den Fächer noch einmal auftun, damit wir die Leute vorher im Tunnel auch abholen und auf unsere App bringen, damit die App wirklich Dreh- und Angelpunkt wird. Das ist so wirklich so die Zukunft auch, wo wir jetzt sind. Wir werden immer mehr um die App herum aufbauen und wir werden in dem Zusammenhang vor allem auch mit Partnern und weiteren Services Angebote schaffen für den Kunden, damit wir wirklich einen Mehrwert in der Versicherung, aber auch im Ökosystem. Genau, und somit wäre ich beim Schluss und hoffe, es hat einen guten Überblick gegeben.
und freue mich jetzt auf die Fragen, die kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Josephine, für den Tour d'Horizon. Da haben wir es mal ein bisschen näher kennenlernen. Sehr geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer haben, wie am Anfang gesagt, die Möglichkeit, jetzt ihre Fragen zu stellen. Unten über den Knopf F und A können Sie da Ihre Fragen einspeisen. Es sind schon ein paar Fragen eingegangen, die ich da gerne aufnehmen will. Ich würde gerne anfangen mit der Frage. Du hast uns gezeigt, wie die Schadenmeldung funktioniert, wie wir das eingebaut haben in die App. Und die Frage ist, gibt es da auch ein europäisches Schadensformular, also so das standardisierte Formular, wo man kann die Meldung machen kann, damit sie da europaweit konform ist bei Verkehrsunfällen, so wie es das wieder auf Papier gibt? Also es gibt es. Ich kann jetzt dort auch nicht zu viel, zu viele Details weiss ich dort auch nicht. Bei uns ist ja so, dass generell der Schaden, der ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, wo wir mit der Helvetia zusammenarbeiten. Also dort haben wir das gleiche Schadenmanagement in dem Sinn. Das heisst, eigentlich grundsätzlich alle Formulare, die man so kennt, gibt es eigentlich. Es ist wirklich so ein bisschen dort, in dem mal die Oberfläche, die einfach in dem Sinne ein bisschen anders daherkommt. Alles, was man vom Schaden kennt, das gibt es in dieser Form weiterhin. Genau. Eine weitere Frage, die gekommen ist, wie hoch ist eure Churn Rate, also eure Absprungquote, und habt ihr da auch Vergleich zu anderen Anbietern? Genau, also dort ist so ein bisschen die Absprungrate in welchem Kontext. Was wir jetzt generell, sage ich mal, so im Durchschnitt, jetzt generell die Prämie, also Laufzeit von unseren Kundschaften, die sind wir jetzt laufend am Beobachten. Das ist zum Beispiel eine Journal, das ist sicher einer von unseren starken KPIs. Das haben wir vor 2 Jahren sehr viele Innovationen gebracht. Jetzt, ob die ihre Wirkung zeigen, ich glaube ganz fest, dass das ist, die werden sich verbessern, genau durch diese Interaktionen. Sonst sind wir etwa im Durchschnitt vor allem. Jetzt, wenn wir, sage ich mal, Absprungrate eher auf spezifischen Plattformen auch beobachten, also auch eher so im Thema, verlieren wir die Leute über die Webseite oder im Abschlussprozess. Dort sind wir sehr, sehr stark unterwegs, auch wenn wir dort sehr viel optimiert haben. Aber auch da es gibt es laufende Verbesserungen. Und das wird sich sehr auch über die nächsten Jahre zeigen, oder was das alles für Effekte hat. Du hast uns bereits schon ein bisschen über Weiterentwicklungen erzählt. Wie fest sind ihr da eingebunden in der Mutterkonzern Helvetia? Also sind ihr da völlig frei mit eurem Entwicklungsprojekt, oder kriegt ihr da auch fixe Vorgaben vom Mutterhaus? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss wirklich sagen, als ich auch hier angefangen habe, hat es immer geheißen, ja, eben Smile, die hat viel Potenzial, die dürfen aber auch, die ziehen wirklich ein bisschen ihr eigenes Ding durch. Es ist tatsächlich so. Man hat auch aber klar von der Helvetia aus entschieden, dass man sich mit der Smile wirklich ein komplementäres Geschäftsmodell aufbaut. Das muss sich natürlich auch immer beweisen, oder? Wenn die Sachen, die man jetzt gemacht hat, die in den paar letzten Jahren nicht funktioniert hätten, dann werden sicher auch wieder mehr die Schrauben angezogen worden. Aber nein, man muss sagen, wir bekommen sehr viel Unterstützung von der Helvetia. Es ist auch nicht so, das wird auch oft gefragt, sind wir ein bisschen Testlabor von der Helvetia? Das ist auch nicht so. Das heisst, gute Sachen, die bei uns funktionieren, das sind sicher Sachen, die wir nachher in die Helvetia auch übergeben können. Es ist aber nicht so, dass die Helvetia quasi einfach sagt, sie wollen gerne das mal ausprobieren und das, und wir sollen das jetzt mal machen. Also da gibt es schon sehr viele Entscheidungen, die man selber innerhalb von der Smile trifft. Aber klar, man ist immer in Abstimmung und schlussendlich ist man da gleich mit der Helvetia. Das ist unser Mutterkonzern und die Abstimmungen und das Commitment müssen wir immer einholen. Ja. Als Online-Anbieter geht ihr mit einer attraktiven Preispolitik in den Markt rein. Das hat sicher auch damit zu tun, dass das digital funktioniert. Kannst du doch ein bisschen mehr dazu sagen,
wo dir als Online-Versicherung maßgeblich die Kosten einsparen im Vergleich jetzt zu einer konventionellen Versicherung? Also eine von, und das ist so eine klare Stossrichtung, ist wirklich die ganze Digitalisierung. Und ich habe jetzt sehr viel erzählt von was man gegen aussen wahrnimmt. Aber ganz viel passiert eigentlich hinter dem Vorhang in der Skalierung, wo es wirklich darum geht, Prozesse zu digitalisieren. Auch Handling hinter dran zu automatisieren, wo wirklich einfach in dem Sinn die Ressourcen von den Leuten so weit können umgeschiftet werden, damit sie viel mehr Zeit haben auch für die Beratung, aber hinter dran eigentlich Prozess digital ablaufen. Und ganz klar, also wir haben keine Außendienstmitarbeiter. Und das ist schon einer der grössten Kostenpunkte, wo wir einfach schon mal nicht haben. Dann ist ganz klar auch gewisse Synergien, die wir können nutzen können, auch mit dem Mutterkonzern. Und dann sind wir aber auch mit der Preispolitik, mit dem digitalen Angebot, dort haben wir halt auch gewisse Thematiken im Pricing, wo wir wirklich auch schon gewisse, oder stark sind die gewissen Intelligenzen, die wir hinten dran haben, wo wir wirklich einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis können für den Kunden anbieten. Und wie fest sind ihr da eingebunden auch in den Prozess von der Helvetia? Also gibt es da Schnittstellen oder läuft das alles total unabhängig voneinander? Das läuft alles total unabhängig. Es gibt, wie gesagt, es gibt gleich, oder man muss wirklich, es gibt immer so die Abstimmungen. Aber auch dort, Smile ist sehr unabhängig und eigenständig in den verschiedenen strategischen Stoßrichtungen, die sie verfolgen. Jetzt ein konkretes Beispiel, das gefragt wird. Wenn jetzt jemand von den Zuschauern möchte seine Haftpflichtversicherung von der Helvetia zur Smile wechseln. Wie einfach ist das im Vergleich, wenn man jetzt von irgendeiner anderen Versicherung wird zur Smile wechseln? Also haben ihr da relativ optimierte Transfer zur Tochtergesellschaft? Ich würde jetzt einfach aus gutem Gewissen Ja sagen, aber ich kann es im Fall nicht beantworten. Jetzt konkret auf das Beispiel. Generell muss man einfach sagen, wirklich ein Wechsel generell ist relativ simpel. Und sonst gerne einfach schnell bei mir melden und sonst schaue ich, dass das schnell vonstatten geht. Jetzt, aber ihr seid eine Online-Versicherung, ihr setzt auf den Online-Kanal. So ein bisschen deine Prognose, gibt es in 10 Jahren noch den Direktvertrieb oder wird dann nur noch online abgeschlossen? Nein, das habe ich ursprünglich schon am Anfang erwähnt. Meiner Meinung nach, es wird immer, und das kann man auch beobachten, natürlich, es ist schwierig zu sagen, was in 10 Jahren, 15 Jahren ist. Oder? Ich glaube, vor 10 Jahren hat man auch nicht gedacht, wo wir jetzt stehen. Aber meiner Meinung nach wird es immer die Kunden geben, die den persönlichen Kontakt wünschen. Ich glaube, es wird ein Schiff geben, der Direktvertrieb wird zunehmen. Jetzt auch, das zeigt sich auch in Beschleunigungen, aber dass es komplett weg ist, glaube ich nicht, weil das ist immer noch, wenn das ist nicht eine Entwicklungssache vom Mensch, sondern es hat viel mit der Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube, es ist einfach eine andere Art von Beratung. Also Beratung an sich wird sich auch müssen ändern. Sind noch gefragt worden, ob du nochmal das Verhältnis von Helvetia und Smile klären. Also ihr seid eine Tochtergesellschaft, ist das zu 100%? Sind ihr offen auch für Drittaktionäre oder Partner, wo ihr einbinden wollt? Nein, wir sind 100% Helvetia, als Zweigniederlassung quasi. Genau, so ist die Situation. Und habt ihr eine eigene Versicherungslizenz? Also ist man da bei euch direkt versichert oder ist die Helvetia der Versicherungsträger? Wir haben drei Hauptprodukte. Das sind unsere Produkte. Und dann haben wir noch drei White-Label-Produkte, die hinten dran wirklich andere stehen. Und zum Beispiel unsere Todesfallversicherung, da ist zum Beispiel die Helvetia hinten dran versichert.
Dann, wir sind schon langsam in der Zeit, aber da kommen noch fleissig Fragen rein. Ich nehme noch ein, zwei mit. Der Vergleich zum Ausland. Also, habt ihr da auch einen Vergleich zu europäischen Versicherungen? Wie steht da die Schweiz, wie ist da die Schweiz aufgestellt? Und habt ihr auch schon Gedanken, auch mal ins Ausland zu expandieren? Also generell, die Schweiz hinkt hinten nachher. Gute Länder auch im, oder Beispiele sind zum Beispiel Italien oder England, wo viel weiter sind. Aber auch die Schweiz, die kommt langsam. Also da hat sich schon einiges da in den letzten Jahren. Und Internationalisierung, nichts Konkretes, aber die Option ist immer da. Gibt es jetzt Bereiche, wo bei einer digitalen Versicherung irgendwie mehr Reklamationen kommen als bei einer analogen Versicherung? Also kann man da irgendwelche Unterschiede feststellen, wo sich die Leute vielleicht auch irgendwo daran stören? Generell, und das ist auch ein bisschen das, oder digital gleich unpersönlich, man geht ein bisschen mit gewissen Vorurteilen drin. Oder? Also wenn die Wartezeiten länger sind oder gewisse, vielleicht auch Fehler passieren, dann wird das dann sehr schnell plötzlich, okay, man hat keinen persönlichen Kontakt und dann ist dann einfach schnell irgendwie auch das Negative vom Digitalen zu sehen. Gleichzeitig, aber auch auf die andere Seite, merken wir, wir haben eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. Der NPS ist der höchste in der Versicherungsbranche. Der ist wirklich super. Und dort ist auch eher das Gegenteilige, dass die Leute sogar überrascht sind, dass das dann gleich eine gute Beratung hinten dran ist. Wo man eher weniger erwartet in der digitalen Welt und spielt uns sogar in die Karte. Dann würde ich gerne zur letzten Frage von heute kommen, und zwar der Umsatz und der Gewinn pro Mitarbeiter. Ist der bei euch besser als bei einem Versicherungsmodell? Hast du da Kennzahlen dazu? Klassisch. Gegenüber klassisch, oder? Ja, genau. Der ist definitiv höher, eben, man muss sich überlegen. Und die Zahlen kann ich jetzt wirklich nicht kommunizieren, auch in dem Moment, dass Geschäftszahlen noch nicht draußen sind. Wir haben ein Rekordjahr geschrieben und zum einen 65 Mitarbeiter. Und wir sind extrem, so Double-Digit Growth quasi gehabt. Also man kann es sich ausrechnen, es ist grösser. Cool, sehr gut. Also wir sind am Ende von diesem Webinar angelangt. Vielen Dank, Josephine, auch, dass du alle Fragen geduldig hier beantwortet hast. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir haben Ihnen hier wiederum einen interessanten Einblick in ein Fintech aus der Region können bieten. Wir haben bald das nächste Webinar, das ist am Dienstag, 9. Februar, wiederum am 1. Dann zu Gast bei uns Emma Live, wo uns da näher vorgestellt wird. Sie haben die Möglichkeit, sich noch für das Webinar anzumelden. Ich tue gerade in den Chat den Link reinposten. Dort finden Sie dann auch noch das Datum von unserem letzten Webinar. Sie finden im Chat auch den Link zu unserer Webseite von der Handelskammer, wo Sie die Aufzeichnung sehen von der vergangenen Fintech-Webinar. Sollten Sie eins verpasst haben oder möchten Sie eins nochmal anschauen, steht Ihnen das dort zur Verfügung. Nochmal vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, und mit dem wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen und produktiven Nachmittag. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.